Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Tutorial mit Blender 2.93. Heute werden wir versuchen, diesen Sci-Fi oder Sci-Fi, wie man auf Neudeutsch sagt, Sci-Fi-Kanone, Laserkanone, zu modellieren. Mal schauen, wie wir weiterkommen. Oder wie weit es wir kommen, vielleicht gibt es noch einen zweiten Teil oder auch noch ein drittes Teil mit dem Texturieren. Wir beginnen heute mit dieser Partie hier, also die Kanone. Die müssen wir nur einmal modellieren und dann spiegeln wir sie auf die andere Seite. Und das Ganze wird mit Vanilla Blender modelliert. Vanilla heißt nichts anderes als jungfräuliches Blender ohne irgendwelche Add-ons oder Tools, die uns das Leben einfacher machen würden. Aber meistens sind diese Add-ons kostenpflichtig, obwohl es sich lohnt, diese anzuschaffen. Das macht das Leben viel einfacher. Ich werde ein zweites Tutorial sehr wahrscheinlich auch noch machen mit dem Einsatz von diesen Add-ons, zum Beispiel Fluent oder Boxcutter, die Hard-Surface oder Hard-Surface-Tool sind, die das Leben einfacher machen. Das heißt, wenn ich Booleans mache, dann muss ich nicht groß studieren und 30.000 Einstellungen machen, sondern klicke ich nur los und mache ich. Und das Add-on im Hintergrund bereitet die Skript auf oder führt sie aus und es ist schneller erledigt. Aber das werden wir mal schauen. Ich habe auch schon Tutorials mit Fluent auf meinem YouTube-Channel gelegt, falls ihr Interesse habt. Okay, so legen wir los. Ich habe mir hier mit PureRef mein Modell als Referenz mal dargestellt. Wie gesagt, wir beginnen hier mit diesem Teil und diesem dazu und dann bauen wir rundherum. Okay, also legen wir los. Shift A. Übrigens hier meine Screencast Keys. Ihr seht immer, was ich mache, auch wenn ich das nicht sage. Okay. Shift A. Cube. Unser Cube ist 2x2 Meter. Das ist etwas zu groß. Also gehen wir im Edit-Modus, markieren alles und skalieren wir das runter. Ein bisschen, das ist gut. Und wir achten uns immer, dass die Scale-Werte immer 1, 1, 1 sind, damit wir keine bösen Überraschungen haben. Okay, dann gehe ich wieder im Edit-Modus, 2 für Edge-Modus, nehme ich mir diese Kante, Ctrl-B und mache hier ein Bevel. Ja, in etwa so. Okay. Gut. Und dann könnte ich diese Kante wählen. Diese. Und mache auch noch ein Ctrl-B. Und mache hier eine kleine Jumper, sagt man auf Neudeutsch. Also es ist nichts anderes als eine Facette, die abgefräst wird. Das sieht cool aus und etwas Sci-Fi-mäßig. Das Ganze rechtsklicken, Shade Smooth und jetzt sieht das fürchterlich aus, aber hier unter diesem Object Properties, Normals, kann man den Auto Smooth einschalten und dann ist das Shading wieder normal. Übrigens, das ist
etwas, das wir immer brauchen. Also legen wir das in unsere Quick Favorites. Und zwar kann ich hierhin auf diese Checkbox rechts klicken und dann hier Add to Quick Favorites. Wenn ich jetzt Q drücke, dann habe ich hier meine Quick Favorites und das kann ich nur schnell wählen oder abwählen. Das werden noch weitere Key in diese Quick Favorites hinzugefügt werden im Laufe dieses Tutorials. Okay? Gut. Diese Partie haben wir. Jetzt müssen wir diese dazu hinzufügen. Das ist relativ einfach. Shift A, Cube, den skalieren wir etwas runter. GX, GZ, sagen wir in etwa so. Edit Modus, 3 für den Face Modus, GZ. Und hier schalten wir noch unser Snap zu Vertex. Und dann können wir mit GZ und zeigen auf diesen Vertex hier mit Ctrl gedrückt, also Steuerung. Und dann richtet er mir das genau auf die gleiche Höhe. Das macht nichts. Das zeigt nur, dass zwei überlappende Flächen sind. Okay. Damit wir diese Abschrägung hier machen können, müssen wir hier irgendein Loop hinzufügen. Aber dafür machen wir zuerst diese Rundung. Das ist ein Bevel. Und dann müssen wir die Geometrie etwas anpassen. Aber kein Problem. Okay. Also, im Edit-Modus 2 für Edge nehmen wir diesen Loop hier. Ctrl-B. Und jetzt kann ich ziehen. Dann kann ich da unten steht, hier unten, wie viele Segmente. Und mit S kann ich die Segmenteanzahl eingeben. Also S und dann 24. Und dann A drücken, um die Breite zu geben. Und dann kann ich mit der Maus ziehen. In etwas so. Ja, und bestätige mit Linksklick. Jetzt kann ich mit der Schrägstrich-Taste auf dem Numpad mein Teil isolieren, dass ich nur diesen sehe. Und jetzt ist guten Rat teuer. Wir machen das anders. Wir gehen aus diesem Modus raus. Ctrl-Z, Z, Z. Voilà. Und dann fügen wir hier mit Ctrl-R ein Loop ein. In etwa so. Wir gehen im Face-Modus mit 3. Nehmen diese Fläche und GX machen sie etwas größer. Und dann im Edge-Modus mit 2 packen wir diese da. Ctrl-B und S24. Und wir können in etwa so weit gehen. Okay? Dass wir eine schöne Rundung haben. Perfekt. Nun brauche ich hier noch eine Edge, um diese Kante etwas nach hinten zu biegen. Das ist diese Kante da. Für das muss ich
muss ich mit Ctrl R hier ein Edge hinzufügen, in etwa so. Der geht hier rundherum. Perfekt. Dann kann ich mir diese Kante nehmen und in der X-Achse bewegen, also GX in etwa so. Perfekt. Auch hier Shade Smooth, also rechte Maustaste, Shade Smooth, Q und Auto Smooth, wie wir vorhin auch gemacht haben. Wir sehen hier, dass dieser Teil etwas weiter unten ist, also wieder Edit-Modus mit Tab, 3 für Face und GZ. Diese Kante, diese Fläche müssen wir auch noch, also GZ in etwa so. Und um das Leben etwas schwerer zu machen, gehen wir im Edge-Modus, markieren diese Edge und diese Edge, Ctrl-B. Und jetzt habe ich will nur einen Jumper haben, also eine Facette. Also muss ich wieder S1 oder ihr könnt auch mit der Scroll-Maus nach unten scrollen. Und dann bis 1 und dann habt ihr eure Facette. Das geht auch. Ich mache das meistens über S und die Anzahl, weil es mir schneller geht. Also machen wir da irgend so eine Facette. Gefällt mir nicht. Ctrl Z und wir markieren diese Edges auch daher, Ctrl B und jetzt machen wir rundherum eine Facette. Dann gehen wir wieder im Edit-Modus, im Objekt-Modus und dann habe ich rundherum meine Facette. Na, probieren was anders noch, Ctrl Z, Ctrl Z. Und dann nehmen wir diese mit Shift und dann da oben bis dahin. Ja, das ist die Frage. Mit Ctrl gedrückt, dann geht er hier rundherum. Sollte. Wieder Ctrl und da unten Ctrl. Dann markiert er mir alles hier. Shift, mit Ctrl geht er bis zu hin, hier hin und wieder mit Ctrl bis da unten. Das sind alle schön markiert. Und jetzt mit Ctrl B legen wir unsere Facette in etwa so. Perfekt. Das sieht schöner aus, wenn etwas facettiert wird. Das Licht reflektiert auch anders dann im Rendering. Sieht wunderbar aus. Damit wir nicht so scharfe Kante haben, gehen wir auf diesen Teil und dann fügen wir ein Bevel Modifier drauf mit 3 Segmenten und dann gehe ich runter, damit er nicht so zu stark ist, also auf etwa 0,05. Und wenn ich das übertragen will, hier auf diesem, entweder markiere ich mir diesen, kopiere mit Ctrl-C, dann gehe ich hier rüber, markiere diesen da, Add Modifier, Bevel und dann mit Ctrl-V einfügen. Das geht auch. Und dann sehe ich hier, vielleicht sieht man auf der Aufnahme, es ist ein Shading-Problem aufgetreten. Das heißt,
Hier ist es dunkler, hier ist es heller. Auch hier sieht man das besser. Und das kann man beheben, indem dass man zum Bevel ein Whited Normal hinzufügt. Wenn ich das hinzufüge, seht ihr, das ist verschwunden und dann sieht alles sauber aus. Okay? Gut. Somit haben wir unser Teil gemacht. Vielleicht müsste etwas schlanker sein. Also mit Scale Y kann ich das etwas skalieren. Und jetzt sieht man sofort, die Scale-Werte sind nicht mehr auf 1. Und da muss ich unbedingt daran achten, dass ich diese Scale-Werte zurücksetze. Mit Ctrl-A kann ich Scale wählen und dann sind sie wieder auf 1. Okay, perfekt. Jetzt machen wir diesen Teil. Ich könnte dann auch zuerst diesen Ausschnitt machen. Machen wir das. Für diesen Ausschnitt gehe ich hier im Edit-Modus, füge mit Ctrl-R und einmal klicken, rechtsklicken zum Bestätigen ein Loop und dann mit Ctrl-B kann ich das so beveln. Bestätigen und dann mit 3 im Face-Modus wähle ich mir diese und mit Ctrl diese da. Mach I für ein Inset in etwa so. So, in etwa so. Und dann E für Extrude und gehe ein bisschen nach unten, damit ich diese Kante habe. Und mein Bevel, das ich drauf habe, macht das schön rundherum rund und geschmeidig. Perfekt. Also widmen wir uns diesem Teil und der Laserkanone. Und für das mache ich Shift A, wähle einen Zylinder und da unten öffne ich mir die Settings des Zylinders, setze die Vertices auf 100, den Radius kann ich etwas verkleinern, wir können das skalieren nochmals und auch die Höhe. Und jetzt GX, damit ich den sehe, Rotation X 90. Und dann gehe X wieder rüber, gehe Y zum Hervorholen und ich lasse den in etwa so viel in diesem Teil reinragen, damit er verbunden ist. Auch hier rechtsklicken, Shade Smooth und Q, Auto Smooth oder wenn ihr bevorzugt hier reinzugehen und dann nochmals Auto Smooth. Ich bevorzuge die Quick Favorites, weil es mir schneller geht. Gut. Die Scale-Werte sind okay. Gehe wieder im Edit-Modus. 3 für Faces, markiere diesen Face und dann auch hier Ctrl-B und mache mir so eine Facette. Sieht nicht schlecht aus. Ich könnte den noch etwas in der X-Achse bewegen. In etwa so. Genau. Und das gleiche Teil brauche ich hier hinten auch noch. Also mit Shift D dupliziere ich den, Y drücken und dann hinten bewegen. Und dann rotiere ich dies in der X-Achse um 180 Grad, also R,
x180 und dann gy und lass ihn auch etwas hier reinragen. Da werden wir hier nachher noch ein paar Pipes machen. Perfekt. Dann für die Laserkanone hier, da müssen wir etwas improvisieren. Ich benutze diesen da wieder, also Shift D, Y und ziehe es etwas nach außen. Da vorne brauche ich keine Facette in dieser Art, also gehe ich im Edit-Modus, markiere mit im Face-Modus, markiere ich hier mit Ctrl und Alt, gehe ich hier auf einen Segment und klicke mit der linken Maustaste, dann tut er mir den ganzen Loop wählen, mit Shift diese Fläche und dann mit X lösche ich die Faces. Dann gehe ich wieder im Edge-Status oder Edge-Modus. Mit Alt und Linksklick markiere ich diese Loop und mit F fülle ich diese Fläche wieder. Okay, wir gehen wieder im Objekt und dann mit 1 auf die Frontansicht und dann skaliere mit S meine Laserkanone, damit sie etwas kleiner ist, sogar etwas noch kleiner, in etwa so. Und jetzt kommt die erste Boolean Operation, die wir brauchen. Also, Shift A, mach mir ein Cube, den skaliere mit S nach unten, GY in etwa so. Ich schaue mir wieder in der Frontansicht. GX, das etwas mehr. Ja, ist gut so. Und das ist mein Schneideobjekt und das ist mein Hauptobjekt. Also muss ich zuerst ein Schneidobjekt wählen, dann mein reelles Objekt, wo ich ausschneiden möchte. Und wichtig ist, dass hier in den Settings unter Add-ons das Bool Tool angewählt ist. Und dann anwählen, Preferences, Save Preferences. Ihr könnt auch hier Edit, Preferences, suchen nach dem Bool Tool, anwählen und dann hier unten klicken und Save Preferences. Okay? Gut. Also, zuerst ein Schneideobjekt, dann das Objekt, das ich schneiden möchte. Und dann drückt ihr Ctrl und Minus auf dem Numpad. Und somit schneidet er mir das weg. Dann markiere ich nur diesen Objekt und drücke H, um das zu verbergen. Nein, wir machen das anders. Wir unheiden den, markieren und dann drücken wir M und sagen New Collection und dann Booleans. Da machen wir eine neue Collection. Da gibt es hier eine neue Collection hier drin. Und die setzen wir auf Invisible, also blenden wir sie aus. So, dann habe ich mir mein Objekt hier auf die Seite geschnitten. Ich möchte diese Seite auch schneiden. Für das bediene ich mich
eines Mirror Modifiers, also gehen wir hier rein, Add Modifier Mirror und dann in der X-Achse nur musst du erst schauen, was wäre in die X-Achse. Ah, mal schauen, wo der Origin ist. Origin to Geometry und dann ja, da muss ich hier X, nochmal X und nochmal X und dann schneidet er mir mein Objekt auf diese Seite. Okay? Wenn wir soweit sind, bewegen wir mit G, Y. Und das passiert dann, weil unsere Booleans immer noch aktiv sind und auf diesem Platz sind. Also ich kann das hier zeigen. Sobald ich mein Objekt aus dem Boolean bewege, kommt der Schneideobjekt nicht mit, der bleibt hier und mein Boolean verschwindet. Es gäbe die Möglichkeit, diese zwei zu verbinden, aber ich brauche diesen Boolean-Objekt nicht, also kann ich den applyen. Das ist dieser hier. Man kann das hier sehen, wenn ich das abwähle. Also kann ich hier raufklicken, Apply. Ich kann jetzt nicht mehr zurückgehen und diese Boolean ändern, aber es ist mir relativ egal, das brauche ich nicht mehr. Also GY und jetzt kann ich meine Kanone hier schön ein bisschen reinragen, das spielt keine Rolle. Perfekt. Ne, wir bewegen sie etwas nach hinten, gehen in Edit-Modus, markieren den Face-Modus, markieren wir diesen Face und dann drücken wir Extrude E, in etwa so viel extrudieren, mit Alt-Klick auf diesem Edge gehen wir rundherum. Genau, und dann mit Alt-E Extrude Faces Along Normals können wir das etwas größer machen. In etwa so. Gehen aus dem Edit-Modus raus. Da haben wir diesen Support. Eins mit der Numpad. Da sehen wir die Größe. GY und lassen wir ein paar Millimeter reinragen. So. Perfekt. Den Mirror-Modus können wir, Mirror-Modifier können wir auch applyen. Brauchen wir nicht mehr. Also gehen wir wieder im Edit-Modus, markieren diese Fläche und diese. Wir haben jetzt ein Edge-Loop vom Mirror-Modifier drin. Aber wenn wir die zwei Flächen markiert haben, drücken wir F und dann macht er eine Fläche daraus. Und dann G, Y und verlängern wir unsere Kanone in etwa so. Ja. Wir lassen diese Fläche markiert. I für Inset und dann in etwa so. Ihr müsst aufpassen, dass hier oben das nicht überlappt, sonst gibt es diese Effekte. Also kurz vorher aufhören, damit hier
nicht überlappt wird und dann mit E extrude nach innen in etwa so. Gut, wir gehen aus dem Edit Mode raus und auch hier fügen wir einen Bevel Modifier mit 3 Segmente und 0,005 den Wert. Schön die Kanten etwas abgerundet. Gut. So weit, so gut. Jetzt müssen wir noch diesen Teil da, diese Rundung, wo das im Turm reingeht, müssen wir noch bauen. Also markieren wir diesen Teil und damit mein Zylinder hier beginnt, gehe ich im Edit-Modus, Face-Modus mit 3, markiere diese Fläche und dann drücke ich Shift-S und sage Cursor to Active. Und dann setzt er mir den Cursor, den 3D-Cursor hier. Ich gehe im Objektmodus, Shift-A, Zylinder. Ich schaue, dass ich hier auf 100 Vertex bin und dann rotiere ich den im Y90. Ich skaliere den dass es hier etwas ausragt, muss aber diesen etwas breiter machen. Also Scale Y und dann muss ich hier die Skalierwerte wieder anpassen, Ctrl A, Scale auf 1 und dann muss ich halt meine Kanone und mein Dings da mit GY etwas nach vorne schieben und hier den Zylinder wählen, Edit Modus, Face Modus, GY, damit er wieder reinrückt. Okay? Gut, dann wenden wir uns wieder unseren Zylinder. Rechtsklick, Shade Smooth, Q, Auto Smooth. Und jetzt möchte ich den so abrunden, wie hier auf meinem Render, dass er so etwas konisch ist und mit dieser Phase da drin. Also gehe ich im Edit-Modus, im Edge-Modus, mache ein Ctrl-R und füge hier etwa hier mein Loop ein. Er ist immer noch markiert. Ctrl-B für Bevel und dann mit der Shift-Taste gedrückt, das geht leichter als ohne. Ohne ist so unkontrollierbar, mit der Shift-Taste kann man fein einstellen. Mach eine so breite Facette. Es ist immer noch alles markiert. Alt-E, Extrude, Faces along Normals und dann kann ich hier das etwas nach innen extrudieren, damit ich diese Facette habe. Und dann markiere ich diese Fläche hier im Face-Modus und S für Skalieren und skaliere sie so nach unten, dass sie dahinter verschwindet. Perfekt. Und dann gehe ich hier im Edge-Modus mit Alt gedrückt hier diese Loop wählen, Ctrl-B und auch hier mache ich eine kleine Facette und das gleiche hier Alt-Klick, Shift-Alt-Klick, Ctrl-B
und auch eine kleine Facette. Wir gehen raus und auch hier setzen wir einen Bevel Modifier mit 0,005. Und das sieht alles so schön raus. Da müssen wir noch ein zusätzlicher Zylinder rausziehen, wo da im Gehäuse reingeht. Das ist an und für sich kein Problem. Auch hier gehen wir im Edit-Modus, Face-Modus, markieren diese Fläche, I für den Z, in etwa so, und dann E für Extrude und wir ziehen das in etwa so raus und gehen aus dem Objektmodus raus. Und somit haben wir schon unsere Kanone erstellt. Sieht gut aus. Und jetzt benutze ich mir wieder ein Boolean, um hier ein bisschen Details in diese Kanone reinzubringen. Ich drücke 3, um in die rechte Ansicht zu gehen. Shift A, ein Würfel, ein Cube. Dann setze ich mir irgendwo da, skaliere nach unten. In etwa so und platziere ich mir den hier. Damit ich den nicht schneide, muss ich diese zwei separieren, also das ist kein Problem. Ich markiere meine Laserkanone, gehe im Edit-Modus, Face, drücke hier mit Alt meine Fläche und hier das gleiche mit Shift Alt, dass diese Fläche gewählt ist und dann gehe ich hier in diesem Durchsichtmodus, dann sehe ich hinein und dann muss ich noch diese zwei Flächen wählen, sowie auch mit Alt-Shift diese klicken, damit ich den ganzen hinteren Teil der Kanone gewählt habe. Ich gehe wieder hier aus dem Durchsichtmodus aus, drücke P wie Peter und dann wähle ich hier Selection. Und jetzt wieder Tab, um aus dem Edit-Modus zu gehen und dann diesen anklicken. Und jetzt habe ich diese zwei separiert, das sind zwei eigenständige Objekte, nicht mehr verbunden. Das muss ich machen, weil ich hier, wenn ich mit 3 reingehe, mein Würfel in der Y-Achse skaliere, in etwa so. Ich bewege es etwas nach hinten, so, gehe X, damit er hier über meine Kanone ist, 3 und dann wieder für den Booleans, mein Schneidobjekt ist aktiviert, dann mit Shift Klick mein Objekt, das ich schneiden möchte und dann, nee, vorher machen wir noch was anderes, wir möchten hier eine kleine Abschrägung, also wählen wir unser Schneidobjekt, Edit-Modus, 2 für Edge-Modus, Ctrl-B und dann macht er hier einen Mist, macht er keine schöne Kante. Wieso? Weil wir, wenn wir im Objektmodus gehen, sehen, die Scale-Werte sind nicht auf 1 und das ist ein Zeichen, wenn so Bevel nicht gleichmäßig ausgeführt werde, dass die Scale-Werte nicht auf 1 sind. Also Ctrl-A, Scale, jetzt sind sie auf 1 und jetzt klappt es auch mit unserem Bevel besser. So, wir machen in etwa so eine Schräge,
Ja. Gehen wieder im Objektmodus. Geh. Und platzieren wir unser Schneidobjekt, dass die untere Kante etwas weiter unter ist als die Kanone, damit alles geschnitten wird. Dann mit Shift, also unser Schneidobjekt ist markiert, mit Shift-Klick das zu schneidende Objekt und dann Ctrl und Minus auf dem Numpad. Irgendwas hat nicht geklappt. Hier sind die Scale-Werte auch. Falsch, müssen wir auch scalen. Und jetzt das und das und Ctrl Minus. Und dann moven wir diesen da. Aber irgendein Mist macht er. Das hat nicht funktioniert. Ich vermute, wieso hat er ein? Manchmal macht er komische Sachen. Ctrl Minus. Und da macht er ein komischer Join. Ja, jetzt habe ich herausgefunden, wieso. Und das ist, ich weiß nicht, ist das etwas, was Blender Probleme hat. Diese Kanone fehlt diese hintere Fläche. Also ich kann sie hier markieren, Schrägstrich auf der Numpad-Tastatur und dann sehen wir, diese Fläche fehlt und Booleans braucht diese Fläche. Also gehen wir im Edit-Modus. Edge-Modus, Alt, auf diese Edge, dass sie markiert ist, F und dann Tab aus dem Edit-Modus, Schrägstrich auf dem Numpad und dann sollte es klappen. Also markiere mein Schneidobjekt, Shift meine Kanone und dann Ctrl und Minus auf dem Numpad und so wird die Kanone richtig geschnitten. Voilà. Aber wir könnten auch was anderes machen, oder? Nee. Ja, lassen wir das so. Und dann auch hier markieren wir unser Schneideobjekt M nach Booleans und dann ist er verschwunden. Und hier müssen wir diese Fläche auch reinschneiden, respektive füllen. Also mit Schrägstrich auf dem Numpad isoliere ich mir. Ich gehe im Edit-Modus, markiere mir diesen Loop F und dann zurück. Und dieses komisches Shading hier kann ich auch entfernen mit einem White Normal auf dem Bevel. Perfekt. Mit Schrägstrich gehe ich zurück. Und jetzt sieht meine Kanone anders aus. Ein bisschen Details macht die Objekte interessanter. Perfekt. Ich denke, wir belassen das für heute. Wir sind schon 3/4 Stunden dran. Ja, viel Spaß beim Nachbauen. Wenn Fragen auftauchen, bitte melden im YouTube-Channel. Und ja,
bis zum nächsten Mal. Wünsche euch viel Spaß. Tschüss.